Hey, liebe Blubberfreunde! Ich bin so aufgeregt, denn morgen startet in Zusammenarbeit mit der Dreimann-Buchhandlung in Olpe das zweite Blind Blubber Booking. Und das habe ich nur euch zu verdanken, denn ihr habt mir tatsächlich blind vertraut, seid entweder direkt in die Dreimann-Buchhandlung gegangen oder habt das erste Blind Blubber Booking online bestellt. So sah das erste Blind Blubber Booking aus, als es bei euch eingetroffen ist oder als ihr es in der Dreimann-Buchhandlung abgeholt habt. Ja, und bevor wir jetzt zum zweiten Blind Blubber Booking kommen, dachte ich mir, lüften wir an dieser Stelle das Geheimnis und ich zeige euch, welches Buch sich hier hinter dem ersten Blind Blubber Booking verbirgt. Ah, vielleicht noch ganz kurz eine kleine Info, bevor ich jetzt hier das Papier aufreiße. Falls ihr bisher noch nichts vom Blind Blubber Booking gehört habt, macht das gar nichts. Ich werde euch alle Informationen verlinken. Und zwar findet ihr oben in der Infocard ein Video und unten in der Infobox werde ich euch zudem noch einen Blogbeitrag verlinken, in dem ich alles weitere erkläre, wie es zu dieser Aktion gekommen ist und was eigentlich so dahinter steckte. Nur ganz kurz und knapp zusammengefasst, ich habe euch ein Buch empfohlen, ohne den Titel zu nennen. Ich habe lediglich so ein paar kleine Stichworte genannt, um euch neugierig zu machen. So konntet ihr so ein bisschen abschätzen, ob das geheimnisvolle Buch etwas für euch ist. Und wenn ihr mir dann blind vertraut habt, konntet ihr dieses Buch bei der Dreimann-Buchhandlung bestellen bzw. vor Ort kaufen und euch überraschen lassen, welche Buchempfehlung sich hier in diesem wunderschönen Jubiläumspapier übrigens verbirgt. Und 3, 2, 1, tada! Was wir dachten, was wir taten, von Lea Lina Oppermann. Das ist ihr Debütroman, der dieses Jahr im Belz und Gelberg Verlag erschienen ist. Mich hat dieser Jugendroman so gefesselt und so beeindruckt und gleichzeitig so begeistert, dass ich ihn euch unbedingt empfehlen musste und er war wirklich der perfekte erste Kandidat für das Blind Blubber Booking. Natürlich wollte ich dann auch von euch wissen, wie euch Was wir dachten, was wir taten von Lea Lina Oppermann gefallen hat und ich habe tolle Rückmeldungen bekommen, sodass ich echt beruhigt war und wusste, okay, meine Buchempfehlung ist direkt bei euch angekommen. Unter allen Rückmeldungen haben die Dreimann Buchhandlung und ich ausgelost und haben tatsächlich eine Gewinnerin gekürt. Diese Gewinnerin, ich werde gleich so ein bisschen was aus ihrer Rezension vorlesen, die sie mir geschickt hat, erhält demnächst Überraschungspost von der Dreimann Buchhandlung und zwar nicht das nächste Blind Blubber Booking da. Weiß ich nicht, ob es ihr gefällt, da soll sie natürlich selbst jetzt erstmal schauen morgen. Sie bekommt ein weiteres Überraschungsbuch zugeschickt und zwar das aktuelle Blind Date mit einem Buch, das separat von dieser Aktion in der Dreimann-Buchhandlung momentan verkauft wird. Liebe Christine, du hast mir so eine tolle Rückmeldung zu Was wir dachten, was wir taten geschrieben, dass ich wirklich super duper glücklich darüber bin, dass es dich getroffen hat und dass du dich jetzt über ein weiteres Überraschungsbuch freuen darfst. Du hast Folgendes geschrieben. Liebe Anka, ich habe es verschlungen. Oder hat das Buch mich verschlungen? Ich hatte eine rasante Reise durch dieses Buch. Ich konnte es einfach nicht weglegen. Dazu beigetragen haben wahrscheinlich auch die kurzen Absätze. Ach, nur diesen einen lese ich. Na gut, noch einen. Und so weiter. Aber natürlich auch die Spannung, die dieses Buch ausmacht. Ich finde die Aktion wunderbar, denn man kauft sich seine Bücher ja doch immer nach dem gleichen Schema. Beziehungsweise man stolpert immer im doch sehr ähnlichen Genre herum. Deshalb fand ich es mal spannend, diese Reise mitzumachen und ich muss sagen, es hat sich sehr gelohnt. Ich würde dir immer wieder blind vertrauen. Vor allem liest man mal ein Buch, welches man sich eben nicht aus eigener Entscheidung gekauft hätte. Ach, das Buch ist einfach schrecklich herrlich, erschreckend und nachdenklich stimmend. Jeder Jugendliche sollte dieses Buch gelesen haben. Ich fand es auf jeden Fall lesenswert. Ja, und dann hat Christine noch eine ausführliche Rezension zu diesem Buch geschrieben, die aber Spoiler enthält. Und nein, diese Rezension wurde nicht irgendwie öffentlich gepostet, sondern habe ich nur per E-Mail zugeschickt bekommen, sodass sie jetzt niemanden spoilert und ich sie auch nicht vorlesen werde, um eben niemanden zu spoilern. Falls ihr jetzt neugierig seid auf dieses Buch, Was wir dachten, was wir taten, es hat nicht nur mich begeistert, sondern auch viele andere Leserinnen und Leser, dann schaut es euch gerne nochmal näher an. Es zählt zu meinen absoluten Jahreshighlights 2017, weshalb es auch wirklich, wie schon gesagt, der perfekte Kandidat für das erste Blind Blubber Booking war. Ja, und weil eben dieses, also das erste Blind Blubber Booking jetzt aufgelöst ist, kommen wir zum zweiten Blind Blubber Booking. Ihr könnt sehen, es handelt sich um ein etwas kleineres Buch. Doch welches Buch sich hier drin verbirgt, das werde ich euch natürlich nicht verraten. Aber morgen bekommt ihr ein paar Hinweise,
mit denen ihr vielleicht abschätzen könnt, ob dieses Blind Blubber Booking etwas für euch ist. Eins sei schon mal verraten, es ist ein Jugendbuch. Es ist ein sehr unbekanntes Jugendbuch. Es ist eine Neuerscheinung 2017. Das habe ich schon viel zu viel verraten, aber ich kann es einfach nicht lassen. Ich bin so aufgeregt. Und was noch das ganz tolle und super coole ist, ist, dass diesmal jeder, der sich dieses Blind Blubber Booking bestellt, eine zusätzliche Beilage, eine zusätzliche Überraschung erhält. Also diese Überraschung wird nicht nur unter den ersten Bestellungen aufgeteilt, sondern nein, jeder Blubberfreund, jede Blubberfreundin, die hier zum Blind Blubber Booking greift, bekommt eine Überraschung. Dazu werde ich denn morgen ebenfalls ein bisschen mehr verraten. Freut euch drauf, ich bin tierisch gespannt, würde am liebsten direkt nochmal in dieses Büchlein reinlesen. Warum? Auch das verrate ich euch morgen. Ah, ich rede schon wieder viel zu viel und verrate viel zu viel. Das darf ich doch gar nicht. Mensch, seid ihr genauso aufgeregt wie ich? Dann schaut unbedingt morgen vorbei. An gleicher Stelle, zur gleichen Zeit. Entweder hier bei Ankas Geblubber oder auf der Facebook-Seite der Dreimann-Buchhandlung. Dort findet ihr die Hinweise zum zweiten Blind Blubber Booking ebenfalls verlinkt. Ihr könnt bestellen, ihr könnt in den Laden laufen. Oh, Leute, ich kann es gar nicht abwarten. Wir sehen uns morgen. Ich freue mich auf euch. Schön.